schon mal überlegt, wie lange es Zahlen gibt? Mit Sicherheit ist in jedem Volksstamm früher gezählt worden, ob es die Tiere sind oder die Menschen. Und so lässt es sich denken, dass Zahlen von Land zu Land unterschiedlich gestaltet worden sind. Wir gehen mal zurück in das 16. Jahrhundert. Da gab es bei uns in Europa die römischen Zahlen. Die römischen Zahlen wurden ausgedrückt mit Buchstaben. Jeder Buchstabe hatte eine besondere Bedeutung. So galt M für 1000, D für 500. Es gab nur 7 Ziffern. C steht für 100, L für 50, X für 10, V für die 5 und ein großes I für die 1. Es sind zwar nicht sehr viele Buchstaben, das heißt, die Schüler in deinem Alter mussten nicht allzu viel hantieren, dafür war die Ausdrucksweise einer großen Zahl etwas umständlich. Es wurde vereinbart, dass zum Beispiel 1500 so geschrieben wurde, M, D. Das mag ja noch gehen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass es auch noch einer gab, also das entspräche 1500. Aber es gibt ja auch Einerzahlen, bei denen es ein bisschen komplizierter wird. Ich würde mal mit dir ein Beispiel nehmen. Schon immerhin eine ganze Reihe von Buchstaben. Das bedeutet 1000 plus 500 plus 10 plus 2. Also 1512. Man addierte also die Werte, die Zahlenwerte miteinander und kommt natürlich auf respektable Reihen. Vielleicht hast du das an alten Häusern schon einmal gesehen. Man vereinbarte, dass diese Zahlen sich nicht verdoppeln können und diese hier oben dürfen bis zu dreimal stehen. So heißt also 2000 das. 2002, also so. Da aber die Vereinbarung getroffen war, dass man nicht mehr als 3 Buchstaben hintereinander schreibt, wäre das Beispiel 8 zu schreiben. Ich fange jetzt mal hier an. 5 plus 3 mal dieses Zeichen wurde ersetzt dadurch, dass man sagte, man setzt 2 vor die 10 und muss jetzt subtrahieren. 10 minus 2 ist 8. Und so kam es also, dass es auch verschiedene Auslegungen gab bei den römischen Schreibweisen. Und was ganz besonders schwierig ist, kannst du dir denken, wie soll ich denn diese Zahlen untereinander noch addieren oder subtrahieren? Es gab ja andere geniale Ideen auf der Welt, nur weil es noch keine Fernseher gab, verbreitete sich das nicht so rasch. Zum Beispiel haben die Inder eine sehr gute Idee gehabt, die sich durchgesetzt hat bis in unser europäisches Gebiet. Statt dieser römischen Zahlen haben also die Inder auf 10 Zeichen zurückgegriffen. 10, das Fremdwort heißt Dezimal und hat auch mit diesem Wortstamm zu tun. 10 Ziffern von 0 bis 9, die kennst du schon. Und wie ist das nun zu uns gekommen? Mit Indien trieben die Araber um diese Zeit viel Handel, aber sie setzten auch ihre Waren im europäischen Bereich ein. So haben wir es eigentlich den Arabern zu verdanken, dass wir arabische Ziffern Schreibweise haben. Eigentlich stammen sie von den Indern, aber die Araber haben sie uns beim Handel mitgebracht. Und das ist dir ja geläufig. Die arabischen Ziffern gehen von 0 über 1
bis zur 9 und daraus bildet sich unser System zusammen. Stellen wir jede Zahl zusammen, die wir irgendwie nur wollen. Und dieser kleine geschichtliche Exkurs soll dir zeigen, dieses Dezimalsystem ist so praktisch durch seine Stellenwertangaben, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen. Die meisten Länder haben das längst übernommen, bis auf einige Naturvölker. Wir wollen über das Stellenwertproblem gleich sprechen. Wir wollen die Vorteile unserer Ziffernschreibweise, dieser 10 Ziffern, Zehnersystem, jetzt anhand einer solchen Tafel erklären. Hier stehen die Einer. In diesem Falle hätten wir 9 Einer. Das heißt also die letzte Ziffer. Brauchte ich eine Zahl weiter, käme ich genau auf 10. Das heißt, ich rücke in dieser Position um 1 nach links und schreibe 10. Ich habe einen Zehner, 0 Einer. Der nächste Schritt ist dir natürlich auch klar. Habe ich 99, verfüge ich über 9 Zehner und 9 Einer. Zähle ich 1 weiter, rutsche ich in das nächste System. Das kennst du aus der Grundschule schon. Einer, Zehner, Hunderter. Und du weißt jetzt auch, würde ich jetzt hier hinschreiben 999, käme ich beim Weiterzählen unweigerlich hier in die 1000. Du weißt auch schon, dass die 10 eine Null hat, die 100 zwei Nullen, die 1000 drei Nullen. Und darauf werden wir jetzt aufbauen, wenn wir weiterzählen. Also die 10 hat eine Null. Die 100 hat zwei Nullen. Und weil sie zwei Nullen hat, schreibt man hier hoch eine 2. Ich erkläre das hier. 10 mal 10 kann man schreiben als 10 hoch 2. Und weil 10 mal 10 100 ist, steht es dort. Wenn ich nun die 100, 10, 100 mal 10 nehme, rutsche ich in den nächsten Block. 10 mal 100 erhalte ich 10 hoch 3. Man kann also direkt an dieser Hochzahl ablesen, wie viele Nullen die Zahl hätte. Nämlich 3 in diesem Fall. Das nur mal zur Erklärung. Jetzt ist ja auch klar, wie ich weitermache. 1000, 1000 hat also 3 Nullen. Wir schreiben kurz 10 hoch 3. Sehr praktisch, weil der Platz gespart wird. 10 mal 1000 hat natürlich 4 Nullen, also 10 hoch 4. Nun kannst du dir den Rest denken, 10 hoch 5, 100 mal 1000 hat 5 Nullen, 10 hoch 5. Das weiterzuschreiben kostet dich sicher keine Mühe. Wir gehen nochmal zurück. Was machen wir denn nach rechts? Hier ist eine 0 und die würde man auch wirklich regulär so schreiben. 10 hoch 1. Und weil es hier keine 0 gibt, das ist eine besondere Schreibweise, schreiben wir 10 hoch 0. Und in Wirklichkeit ist es aber nur 1. Es gibt gar keine 0. Das ist eine Sonderregelung und das lernst du in nächsten Klassen noch etwas genauer kennen. Das ist nur der Vervollständigung halber. Hier geht es also weiter mit 10 hoch 7, 10 hoch 8 und so weiter. In unserem Stellenwertsystem ist es deshalb so praktisch, dass man eigentlich durch dieses System jede beliebige Zahl gut ausdrücken kann. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel an. Man könnte es ja zerlegen. Man hat also 2 mal 10 Millionen plus 3 mal 10 3 Millionen plus 4 100.000. Aber wir lesen es in unseren Breitengraden anders. Wir lesen 23 Millionen
410.709. Wir bedienen uns also dieser Dreiteilung, weil jedes Mal ein neues Wort entsteht und so wird bei uns gelesen. Im Dreiersystem, ich werde dir dann noch andere Zahlen anschreiben, denkst du dir immer im Dreierpack und dann kommt der Name dazu. Gleich gibt es noch ein paar Beispiele.